Reisende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und ich habe einen kleinen Leseflog für euch. Ich habe ein paar Rezensionsexemplare von NetGalley, von verschiedenen Seiten von NetGalley. Ich habe von dem deutschen NetGalley ein Buch, das ich jetzt gerne in diesem Vlog lesen möchte und zwei andere, die ich gerne lesen möchte von, ich glaube beides dem britischen NetGalley. Womit ich anfangen möchte, ist Trotz von Ronja von Rönne, wo sie ein Manifest über das Leben beschreibt und halt auch sagt, okay, wir müssen anfangen, trotz dieser negative Vorurteile abzusprechen. Und es ist einfach ein Essay darüber, was Trotz alles bewirken kann, wie er sich auswirkt, welche Kraft er entfesseln kann. Und ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe noch nichts von Ronja von Rönne gelesen, aber möchte das halt jetzt definitiv. Dann habe ich kein Cover. Ich muss euch das Cover einblenden. Ne? Nails and Ace, Eyes. Kennt ihr diese Wörter im Englischen, die ihr immer irgendwie falsch aussprecht und in eurem Kopf wahrscheinlich nochmal ganz anders und dann kommen sie nie richtig aus eurem Mund? Eyes ist so ein Wort für mich. Von Kaori Fuchino. Übersetzt von einem, steht das hier auch nochmal? Genau, Kendall Heitzmann. Das ist eine Horrorgeschichte mit einem jungen Mädchen als Protagonistin, die erstaunlich viel über ihre neue Stiefmutter weiß. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Und das dritte sind Kurzgeschichten. Und zwar They Fell Like Stars from the Sky and Other Stories. Zusammengetragen von Shaker Holloway. Und es ist so, dass hier 18 Geschichten von Trotz, Widerstand, Triumphen, aber auch Enttäuschungen von beduinisch-palästinensischen Frauen erzählt werden. Und ja, auch darauf bin ich super gespannt. Ich denke aber mal, ich werde mit dem deutschsprachigen Buch anfangen, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, ich habe sehr viel Englisch gelesen und brauche was Deutsches. Und ja. Ich werde euch dann updaten, wenn ich ein bisschen fortgeschritten bin. Möchte ich euch noch ein Leseupdate geben. Ich habe hier mein Reading Journal und glaubt mir, es wird gefüllt. Ich habe gestern ja gesagt, dass ich gerne mit Trotz anfangen würde, mit Ronja von Rönne. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe es auch beendet dann gleich und habe parallel tatsächlich They Fell Like Stars and Other Stories angefangen, möchte aber mit Trotz anfangen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es anfangen soll. Auf jeden Fall hat das Ganze jetzt von mir einen Stern bekommen. Anderthalb vielleicht, wenn es hochkommt. Ich habe tatsächlich zwei Seiten Notizen in meinem Reading Journal. Und etwas, was mir nicht bewusst war, auch aus den Gründen, dass ich 2015 noch nicht so feministisch unterwegs war, da hatte ich noch ganz andere Probleme, ist, dass Ronja von Rönne 2015 eine etwas unpassende Kolumne schrieb darüber, was sie am Feminismus stört, am Online-Feminismus vor allem. Und da waren Dinge drin, wo ich gesagt habe, Und Ronja von Rönne ist auch zu Recht in Kritik dafür gekommen. Und das Problem ist aber, was ich hier sehe in diesem Buch,
Sie hat das als einen der Anlasspunkte genommen, um über Trotz zu sprechen. Und es ist ein sehr privilegierter Trotz, den sie da ausübt. Sie war dann so, ja, okay, ich habe jetzt einen Shitstorm bekommen, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich mache jetzt weiter. Und der Trotz hat sie im Laufe der Jahre auch ausgehöhlt, aber in diesem Essay hat sie nie darüber gesprochen, dass es vielleicht auch berechtigt war, diese Kritik, dass es Punkte gibt, die sie da falsch formuliert hat, vielleicht auch nur, dass sie das halt, dass sie es bereut auch oder, naja, bereuen ist halt so ein bisschen so ein, hat auch schnell was von Fake, sondern einfach dieses, okay, ich habe das damals geschrieben, ich war 22 Jahre jung und ich weiß mittlerweile, wie wichtig gewisse Dinge sind. Das wäre für mich vollkommen in Ordnung gewesen, weil 2015 war ich 25 und ich habe da auch gewisse Dinge noch nicht erkannt, weil das Patriarchat einfach groß ist. Aber ich habe das Gefühl, sie kommt darauf nicht wirklich zurück. Sie kam zwar immer wieder drauf zurück, aber sie hat halt irgendwie so ein bisschen diesen Verteidigungstrotz eher drauf gehabt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Es ist gespickt mit Szeneismus, also da wird ständig sowas wie dumm, irre, solche Begriffe verwendet. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, sie verteidigt ihre Kolumne und ihren Trotz nicht, aber es finden bis zur Hälfte, das war an dem Punkt, wo ich die Notiz geschrieben habe und das hat sich auch bis zum Ende so wahrgenommen, nicht wirklich Reflexion statt, eher ein privilegiertes Mimimi, was ich total schade finde. Und worum geht's? Also Ronja von Rönne möchte mit diesem Essay über Trotz halt diesen staubigen Vorurteil von Trotz lösen, dass Trotz immer was Schlechtes ist. Und sie schreibt an einer Stelle, ich schreibe dieses Buch nicht aus einer pubertären Anti-Haltung heraus, sondern um den Trotz aus der Schmuddelecke zu befreien. Und das habe ich einfach nicht gesehen. Sie spricht über die dunklen und hellen Seiten des Trotzes und mir fehlen aber absolut diese Zwischentöne und Argumente. Wenn ich ein Essay schreibe, dann habe ich auch Argumente. Womit Ronja von Rönne aber fröhlich um sich wirft, sind Beispiele aus der Vergangenheit, wo Trotz was Großes bewirkt hat, sagen wir zum Beispiel Rosa Parks oder Marsha P. Johnson mit den Stonewall Inn-Geschehnissen. Martin Luther greift sie auch auf. Und was mich am Anfang schon gestört hat, ist so ein bisschen dieses, die Entstehungsgeschichte von Gott mit Adam und Eva und dass Gott keine Lust mehr hatte und dann dieses und jenes und die Frau hat ja dann den Trotz erfunden und auch die Langeweile und dass man gegen die Langeweile was tun muss und dass Trotz in dem Sinne halt richtig gut ist. Und ja, es ist definitiv ein sehr binäres Denken in dem Punkt, das Ronja von Rönne in ihrem Buch durchweg laufen lässt und das hat mich einfach nicht gecatcht. Plus halt dieses, es hat immer so einen Ton gehabt von trotzig cool. Sie schreibt auch irgendwann, dass sie es halt, als der Trotz sie ausgehöhlt hatte und sie in einem Burnout war, es nicht mehr geschafft hat, mal eben so eine Kolumne hinzuschreiben. Und ich hatte das Gefühl, dass es auch sonst eher so ist, dass sie trotzig, vielleicht auch rotzig, Sachen hinwirft und ich habe mir hier auch als allererstes aufgeschrieben, dass die Autorin im Vorbeigehen Politisches und Privates, das Christentum und den Konservatismus rasiert. Also sie tut wirklich alles einmal abrasieren und durch die Bank auch immer wieder aufgreifen, was sie halt noch so trotzig gerne mal weg haben könnte. Und sie schreibt trotzig cool ihre Aussagen nieder. Ich finde es auch schwierig, dass irgendwie ganz wild gegendert wurde. Mal hat es irgendwie neutrale Formulierungen, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und dann gab es irgendwie so Punkte, wo ich mich gefragt habe, hat sie jetzt irgendwie männlich und weiblich abgewechselt als Entgendern, was halt auch kein Entgendern ist, aber ne?
Wenn man von oben herabschreibt, dann ist das ja egal. Und es gab so ein paar Sätze und Phrasen, die dadurch extrem gefährlich wurden oder halt schwierig für mich und wo ich echt innehielt und mir dachte, hä? Also an einer Stelle fand ich es ein bisschen wild, dass sie von toxischen Partnerinnen redet. Ja, es gibt auch toxische Partnerinnen, aber irgendwie ist es am Thema vorbei, meiner Meinung nach. Und was ich auch als Framing richtig schwierig finde, ist die AfD als Trotzpartei zu bezeichnen. Die AfD ist keine Trotzpartei. Die AfD ist eine rechte Partei, die nichts mit Trotz zu tun hat, sondern die ganz gezielt intelligent auf Emotionen geht und versucht, die BürgerInnen, die einfach wieder ein einfaches Anleitungs Weltbild möchten, das nicht verkompliziert wird durch Entgendern, Diversität, Intersektionalität, respektvollem Umgang mit marginalisierten Gruppen, die ganz gezielt die Emotionen ausnutzt, um ihre Macht zu schärfen und die ganz bewusst und gezielt immer wieder Aussagen tätigt, die so am Rande des Respektablen sind, dass es den Spielraum von dem, was respektabel ist, zu sagen, immer weiter erhöht. Das hat Trump auch gemacht. Es gibt ein Phänomen, das so heißt. Das heißt, das Overtone-Fenster. Das habe ich nur durch meinen Freund kennengelernt, aber es ist ein richtig gutes Beispiel dafür, wie gefährlich solche Sachen wie AfD sind und wie auch gefährlich es ist, ein Framing wie Trotzpartei einfach nur reinzuwerfen. Ich finde auch, es gab im fünften Kapitel, habe ich so ein What the Moment gehabt, weil da wirft sie mit einer richtig gefährlichen Formulierung um sich. Und Achtung, es gibt jetzt wieder Szeneismus. Ich weiß gar nicht mehr, um was es geht. Ich glaube darum, wer meist trotzig ist und dass alle im Prinzip trotzig sind oder sein müssten. Ne? Alle anderen sind keine Menschen, sondern Milliardäre. Aber auf Psychopathen und die anderen 0,01% nehme ich jetzt einfach mal keine Rücksicht. Was zum Henker? Erstens diese Gleichsetzung. Zweitens dieses Framing. Und selbst, ich glaube, es ging tatsächlich sogar um so Depressionen und alles. Und auch Milliardäre können Depressionen haben. Ja, die haben ein ganz anderes Level an Problemen, aber auch die kennen menschliche psychische Probleme und Mental Health Probleme. Und dieses ganze Buch strotzt einfach nur von solchen Formulierungen, die so gefährlich sind, wo ich sage, okay, warum ist das veröffentlicht worden? Ich verstehe es einfach nicht. Ich werde später noch eine Rezension schreiben zu den drei Sachen, die ich jetzt hier in dem Vlog lese und auch zu einem anderen Buch noch, das ich kurz vorher beendet habe. Und ich muss echt überlegen, wie ich das alles formuliere, weil holy moly, das ist bitter. Richtig bitter. Und deshalb hat es von mir halt auch nur einen Stern bekommen. Es hat auch sein Ziel verfehlt. Es hat nicht wirklich irgendeinen Trotz aus einer Schmuddelecke befreit. Es hat im Prinzip wirklich nur so ein vollkommen weltfremdes, ich klatsch mal meine Meinung hin. Und nein, ich habe da jetzt lange genug drüber geredet. Ich gehe zum nächsten Buch, wovon ich tatsächlich nur so die ersten paar Seiten gelesen habe, ist Nails and Ice. Da habe ich aber direkt so dieses subtil gruselige Gefühl, weil einfach es so, man merkt, dass es aus der Sicht des Kindes ist, die halt sehr viel über diese eine Person weiß, die ihre Stiefmutter wird. Und es ist gruselig. Wovon ich wesentlich mehr gelesen habe, ist halt die Kurzgeschichtensammlung. Und die finde ich richtig gut bisher. Ich bin jetzt bei der 10. Geschichte von 18. Die 9. Geschichte war richtig lang. Das fand ich spannend. Und vor allem finde ich es auch spannend, wie teilweise aufeinander zurückgegriffen wird. Es gibt zum Beispiel, oh, ich habe vorhin, ich blende euch den Namen hier ein von der Sängerin. Die wird in ein paar der Geschichten erwähnt. Und vor allem in der 8. Geschichte und in der 9. Geschichte bekommt sie nochmal einen richtig intensiven Blick und vor allem auch ein interessantes Element, weil es dann, also es kommt dann noch
Hauch Queerness mit rein und was das auf gewisse Menschen eine Auswirkung haben kann. Vor allem in diesem beduinisch-palästinensischen Dorf. Und auf die Großmutter von der Person, die da berichtet und über das Verhältnis von ihrer Großmutter mit der Sängerin und mit sich redet halt einfach. Und das finde ich total spannend. Das hat auch definitiv die Seiten gefordert, die es hatte. Die Geschichte, die mich bisher am meisten wirklich so intensiv berührt hat, ist tatsächlich Soulless Cities. Die ist 2, vielleicht 3 Seiten lang, wirklich nicht viel, aber die hat so eine krasse Wucht entwickelt und sie ist gefühlt oberflächlich, aber überhaupt nicht. Generell ist jede Geschichte zwar nur so 3, 4 Seiten oft lang, aber schafft es halt so einen ganzen Mikrokosmos zu vermitteln. Und es ist nie wertend von der, vom Schreibstil und von dem, was man halt mitnimmt aus der Geschichte, sondern es ist immer aus der Figur, der wir folgen, heraus eine gewisse Lage beschrieben, die für diese Figur natürlich auch schlecht gewertet werden kann, aber halt einfach eine Realität und einen Alltag zeigt. Und das finde ich total spannend. Und was Sheikha Helawi auch schafft, ist, dass oft erst so ein allgemeiner Rahmen besprochen wird und dann haben wir eine individuelle Sicht, auf die gezoomt wird. Und das wird einfach großartig gemacht. Also richtig klasse. Ich bin sehr begeistert. Ich bin bei 67% jetzt. Ich werde sicherlich jetzt erstmal die Kurzgeschichten zu Ende lesen und dann die Horrornovelle und werde euch dann nochmal abschließend updaten. Bis gleich. Ich habe aber jetzt They Fell Like Stars, Another Stories gelesen und ich finde es total spannend. Hier steht halt, dass die Autorin in einem unrecognized, nicht anerkannten beduinischen Dorf in der Nähe von Haifa aufgewachsen ist und geboren wurde. Das ist allerdings irgendwann abgekapselt wurden von Wasser, Strom und anderen lebenswichtigen Dingen und wurde irgendwann dann auch platt gemacht, um, ich glaube, eine Straße, also so eine Art Autobahn, Platz zu machen. Und dass ein paar Meter, Kilometer weiter gibt es ein israelisches Dorf, das alles davon noch bekommen hat und das eigentlich illegal war, aber halt mehr von der Regierung bekam. Es ist total spannend, dass sie halt, also sie ist in diesem Dorf groß geworden und hat auch wirklich sehr bewusst immer dieses Dorf, die Menschen aus diesem Dorf, die Struggle, mit denen sie gelebt haben, in ihren Geschichten verarbeitet. Und das ist definitiv super spannend als Einblick gewesen. Und hat mir einen interessanten Blick auf die Welt dieser Menschen, vor allem dieser Frauen, gegeben. Und ja, es wird sicherlich noch eine Weile in mir nachhallen, diese Geschichten. Ich werde euch dann meine Rezension auf jeden Fall unten verlinken. Und mal sehen, ob ich dann nochmal ein paar gute Wörter habe. Aber es ist wirklich richtig gute Sprachgewalt, die hier sich entfaltet und die so dieses Mikrokosmos, Makrokosmos auf eine so elegante und herzzerreißende Art einbringt. Das, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal Nails and Eyes lesen und euch dann ein letztes Mal updaten. Das war dann nämlich so ein kurzer Wochenend-Vlog. Wochenende bedeutet in diesem Fall Sonntag und Montag. Allerdings habe ich Samstag gearbeitet und in den Sommerferien montags gerade frei. Von daher ist das für mich auch das Wochenende. Und dann muss ich
morgen arbeiten und habe dann eine Woche frei. Und darauf freue ich mich sehr. Ich werde dann hoffentlich auch noch ein paar Bücher lesen. Das war ein wildes Experiment. ja, also dieser Mini-Vlog ist teilweise sehr erfolgreich, teilweise richtig bescheiden gewesen und dann noch. Ja. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie ich die Rezension geschrieben habe. Ich verlinke die euch, wie gesagt, unten. Ja, also zu Trotz will ich eigentlich nichts mehr sagen. Dann zu der Kurzgeschichtensammlung kann ich im Prinzip nicht mehr was Neues sagen, weil es ist, meine Meinung ist so geblieben, die hat sich bei den Kurzgeschichten auch nicht geändert. Es ist auch schwer, weil da ist ja immer so ein Zwischenende. Es ist jetzt nicht so, dass das Ende mich enttäuschen kann. Es ist einfach total faszinierend gewesen für mich. Auf jeden Fall ist es so, dass die Geschichten richtig gut waren. Die letzte hat mich nochmal sehr beeindruckt. Auch wenn ich einen Teil davon zweimal lesen musste, weil ich mir nicht sicher war, habe ich es jetzt richtig verstanden. Aber die war richtig gut. Entschuldigt, ich drehe das jetzt dann doch am Dienstagmorgen. Auf jeden Fall ist es so, ich habe dann gestern noch vollständig Nails and Ice gelesen. Und ursprünglich dachte ich, dass es eine längere Novelle und eine Kurzgeschichte ist. Und es war dann aber eine längere Novelle und zwei Kurzgeschichten. Das hat mich etwas überrascht, weil ich war dann bei diesem zweiten so, oh, es ist zu Ende. Auf jeden Fall, das war schon in vielen Momenten creepy. Und es hat auch die ganze Zeit, und ich rede jetzt erstmal von der Hauptgeschichte Nails and Ice, es hat auch die ganze Zeit so subtil was sehr Unangenehmes gehabt, was mir sehr gut gefallen hat. Ich finde vor allem ein großer Teil des Grusels da kommt auch daher, wie vor allem mit dem Kind umgegangen wird, das traumatische Erfahrungen hat und das einfach aus dessen Sicht ja auch erzählt wird. Also wir haben immer das Kind, das sagt, ja, du bist ja jetzt bei deinem Buchhändler und du bist jetzt irgendwie, du hast ja nichts dabei gedacht, aber du hast jetzt eine seltsame Faszination entwickelt mit meiner Mutter und die ja verstorben ist. Und das war alles sehr, sehr unterschwellig, gruselig. Ich finde aber, es hat irgendwie am Ende dann so eine plötzliche, doch eher brutale Wendung genommen, die irgendwie das Ganze nochmal unterwandert hat und wo ich so ein bisschen, okay, das, es passt jetzt für mich irgendwie nicht ganz in die Stimmung. Und so ging es mir auch bei der dritten Geschichte und bei der zweiten. Da ist mir teilweise auch sehr schlecht geworden, weil einfach die Vorstellung dieser Situation, in der sich die Frau befindet, aus deren Perspektive oder deren Perspektive erzählt wird, ist sehr gruselig. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das Ende war für mich sehr verwirrend. Da war ich dann so, okay, ich glaube, mir geht jetzt irgendeine Bedeutungsebene ab. Und deshalb, es ist nichts, was ich niemandem empfehle. Gerade wenn ihr Lust auf asiatische Literatur habt, ist es auf jeden Fall etwas, wo ich sage, greift dazu. Wenn ihr auch eben Horror auch an Körperteilen abkönnt. Also es heißt nicht umsonst Nails and Eyes, ne? Und das hätte ich vielleicht nochmal bedenken müssen, weil das waren so ein paar meiner Ekelpunkte. Aber
Ich habe dann so schlucken müssen und dann weitergelesen. Also, ich habe das Privileg, aber wenn ihr das nicht habt, passt auf euch auf. So, was ist jetzt denn damit das Ergebnis dieses Vlogs? Also, ich habe drei weitere Rezensionsexemplare gelesen. Ich weiß nicht so ganz, was ich von der Auswahl halten soll. Also, ich bin außer bei Trotz nicht böse, dass ich was gelesen habe davon. Im Prinzip war es also erfolgreich. 2 von 3 ist ein guter Schnitt. Auch wenn bei den Horrorgeschichten mir so ein bisschen was dann also an Bedeutungsebenen abging. Dass ich meine Zeit so ein bisschen mit diesem Essay, naja, es ist nicht verschwendet, weil ihr wisst jetzt, was drinsteht. Ihr habt vielleicht auch noch mal ein bisschen Kontext, den ich vorher auch nicht hatte, halt, dass sie auch mal sehr antifeministische Aussagen tätigt und anscheinend keine Entwicklung durchgemacht hat und keine Reflexion. Und ja, und es, also die Kurzgeschichtensammlung kann ich euch sehr ans Herz legen, vor allem wenn ihr Englisch lesen könnt. Und den Horror auch, wenn ihr eben mit diesen Triggern klarkommt und Bock auf asiatischen Horror habt. Vor allem japanischen in dem Fall eben. Ich habe festgestellt, oder beziehungsweise ich wusste es vorher schon, aber ich habe dann nochmal festgestellt, welche Reihen es alles gibt. Das ist nämlich Part einer so einer Mini-Reihe von einem britischen, glaube ich, Independent-Verlag, also Indie-Verlag. Die bringen immer so einen Schub Novellen raus aus einem gewissen Land. Und ich glaube auch alle halt entweder so Horror oder auf jeden Fall zu einem gewissen Thema. Und so ein bisschen bin ich so Krabby Hands. Ich möchte alle, weil die sehen auch sehr schön aus und sehr schön nebeneinander. Ich habe Fotos gesehen und war so. Aber ja, mir aus Britannien was schicken zu lassen. Vielleicht, wenn ich es irgendwann doch mal nach London schaffe,